Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen Dark Parables 16, das Porträt der befleckten Prinzessin. Dies ist der letzte Teil der Dark Parables Reihe. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Machen erstmal auf entspannt. To frighten your horse, but I'm afraid I'm at the end of my wits here. I'm Benno, the one who called you. A couple of weeks ago, I snuck into this castle with my friend Siegfried, but I'm the only one that returned. I still get the chills when I recall that day. The princess in that cursed portrait simply stepped out of the painting and took my friend. And shortly after that, the blood moon appeared. Everyone knows what a bad omen that is. Please, you must help me find him. Siegfried found a secret entrance hidden beneath an old tree, but now it's covered in roots. I hope you can figure it out. Wait, here, you dropped your bag when I frightened your horse. Wow, wir hatten mal keinen typischen Dark Parables Start und hatten einen Unfall, sondern wurden lediglich erschreckt. Siegfried was certain her cursed portrait was hidden in the ruins, where both art apprentices.
addresses, so he asked me to accompany him to find it. Das ist wirklich erstaunlich. In den Riemen steckt etwas fest. Achso, wir können unseren Rucksack öffnen. Da haben wir einen Handspiegel. Es sieht so aus, als wäre ich schon einiger. Okay. Unsere erste Parabel und unsere erste Aussparung. Gut, dann haben wir einen Gehstock. Blockiert etwas das Tor. Ich kann den Blickwinkel nicht sehen. Ja, dann nimm doch den Gehstock. Ach, nicht sehen, ja, okay. Eine Kette und dann den Gehstock, okay. Und schon sind wir da. Erstmal gucken, ob wir vielleicht ein Chamäleon-Objekt schon entdecken, aber meistens in der ersten Szene nicht. Das Schild ist mit Schmutz und Schimmel bedeckt. Ah, diese Symbole, die haben wir doch hier gesehen, oder? Achso, ich dachte, oh, okay, so. Ich habe wieder zu kompliziert gedacht. Geht auch einfach. Prinzessin mit einem Entlein, ein 300 Jahre altes Gemälde mit einer dunklen Vergangenheit, Schatten der verfluchten Leinwand, Klagen aus den Porträtsichtungen eines seltsamen Entleins. Okay, und hier haben wir eine seltsame Truhe. Gut, wir haben jetzt Speere, ein Schwanenritter-Emblem und ein Juwelenherz. Siegfried was certain her curse. Da haben wir einen Schlüssel, der ist bestimmt für die Truhe. Dann haben wir unsere Map gefunden. Und da oben fehlen noch mehr Embleme. Gut, ein Baumschmuck wird gesucht oder beziehungsweise zusammengesetzt. Und damit hätten wir das auch schon da. So. Verwende
Verwende die Pfeile, um die Kacheln zu drehen und stapel sie dann so, dass sie mit dem Muster darunter überlappen. Wähle eine Kachel und die Pfeile daneben aus, um sie zu drehen. Wähle eine Karre zweimal aus, um sie zu stapeln. Das war nicht richtig. Oder habe ich jetzt ein anderes? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Gut, das war, glaube ich, einfach nur falsch. Nee, das ist auch nicht richtig. Überlappen, ne? Moment, das, nee, das passt jetzt nicht so, oder? Ist wohl nicht geplant.
Yes, here. This is something Sig dropped. Perhaps it holds some important clues. If you do find the cursed painting, it should lead you to Siegfried. As for me, I dare not go inside again. Be careful, detective. If you do find the cursed painting, okay, eigentlich haben wir den Objekt einfach schon gefunden. Vielleicht finden wir hier auch noch das zweite. Aber nur vielleicht. Ansonsten überlasse ich auch das mal wieder den Zufall. Gut, hier fehlt wohl noch was. Oh, es war ja klar, das hat man ja von vornherein gesehen. Aber hier finde ich jetzt in der kurzen Zeit erstmal kein Chameleon-Objekt. Das sah genauso aus wie das von Benno beschriebene weiße Entlein, aber wohin watschelt es? Okay, hier scheint einiges zu fehlen. Brauchen wir eine Schaufel oder sowas? Beziehungsweise womit wir das tragen können. Und hier fehlen Schwäne. Gut. Vergessene Versprechen. Oh, das wollte ich nicht. Die Prinzessin geht im Mondlicht hinaus. Ihr Gesicht schimmert vor Angst und Bedauern. Sie muss das Wasser des Lebens finden, bevor der Blutmond aufgeht. Okay, Musiknoten. Aber ich würde fürs Erste sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge.